Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed Unity. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, haben diesen Mechanismus ausgelöst und jetzt müssen wir wahrscheinlich uns beeilen, weil man hört, wie gesagt, den Timer hört man schon ticken. Springst du da noch rüber? Yes. Au, okay. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Nicht lange. Es war ein beachtlicher Auftritt. Machst du dich lustig? Ein wenig. Nein, nein. Wirklich, sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Okay. Ist jetzt direkt hier der Aufnahmeritus, oder wie? Das Ritual. Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belek dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Hal Anta, Mutta Akidon, Min? Anna Kavalek. Inau Kadendrala, Muazati Emulhakala, Seya Kuno Saedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Okay, trinken wir. Was war das denn kurzzeitig? Warum hat man dann gesehen, dass wir noch in dem Haus standen? Was ist hier denn los? Was geschieht denn? Hallo? Moment mal. Moment mal. Leute, mir kommt direkt einer in die Gedanken bei mir. Und zwar Connor. Der hat auch gesoffen im DLC und dann hat er auch plötzlich solche verrückten Erlebnisse. Müssen wir runter springen? Ja. Keinen Unfall. Vater! Wo steckt ihr?
shit. Oh shit. Was haben die uns denn gegeben? Wir sind voll auf dem Trip hier. Aber er hat ja gesagt, wofür das gut ist. Wir sollen es nochmal neu erleben. Erst in die Dunkelheit, dann ins Licht und dann anders. Oder andersrum halt. Erst ins Licht, dann Dunkelheit oder Dunkelheit, Licht. Kann man nicht irgendwie. Ah shit, mein erster Tod, fuck. Ich hab versucht irgendwie zur Seite zu gehen. Ich dachte, wenn man nicht rutscht, könnte man besser sich bewegen. Vater! Und ich finde, ich weiß nicht, ob es nur mir geht, als ich seinen Vater zum ersten Mal gesehen habe, so vom Aussehen her und auch von der Kleidung, hat er mich irgendwie an Haysom erinnert. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so war, aber ja. Shit. Okay. Vater! Also bei Ubisoft. Bei Ubisoft haben sie es wohl mit diesen durchgeknallten Drogentrip. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, komm zu uns. Pass gut zu uns. Okay. Ja, das soll so sein. Das soll diesmal wirklich so sein. Oder? Ich blicke hier gerade gar nichts an. Wir sind voll auf dem Trip. Ah, okay. Das soll doch nicht so sein. Assassin unbemerkt töten. Frage ist ja. Ist der Mörder überhaupt ein Assassine gewesen? Weil die hat doch gesagt, im Brief stand doch, dass da jemand versucht, ihn zu verraten. Und ihr Vater war doch ein Templer. Vielleicht wollte auch ein Templer sie aus die ausschalten. Also den Vater von ihr, den Vater von Anno. Thank you.
Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stürzt. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Oh yeah. Ich glaube, das wird die erste mit 5 Sternen. Ist einfach geil. Ja, allgemein das Thema der Mission. Ja, passt, glaube ich. Willkommen zurück. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Unterwegs. Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize.